Die These, dass Prostituierte verhindern, dass noch mehr Frauen vergewaltigt werden, ist nicht wirklich haltbar, ehrlich gesagt, weil das total unterschiedliche Leute sind, die sowas machen. Sprich, wer zu einer Prostituierten geht, dem wird es hauptsächlich um Sexualität gehen und die Befriedigung von dieser. Während Vergewaltiger in aller Regel nicht wirklich durch die Sexualität motiviert werden, sondern es geht um Macht und Machtausübung und Unterordnung der anderen Person. Die zwei Dinge haben nicht so wahnsinnig viel miteinander zu tun. Die Frage, ob es irgendwas ausmacht, wenn man mit Kindern am Straßenstrich vorbeigeht, ehrlich gesagt, frage ich mich da, was es ausmachen soll. Was Sie da sehen, sind wahrscheinlich irgendwelche leicht bekleideten Damen, die Sie so auch sonst irgendwo in der Stadt sehen könnten. Dann könnten Sie eventuell sehen, wie ein Freier gerade eine von diesen Damen anspricht. Und das muss man ihnen halt eventuell erklären, dass das eine Frau ist, die gerade ihren Beruf ausübt und das tut, um Geld zu verdienen. Es gibt wesentlich schlimmere Dinge, die Kinder sehen können, sei es in den Nachrichten oder sonst irgendwo auf der Straße.